und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy, wieder auf der Grimax Station, ohne Gesuchtstatus, aber mit Reliant. Ja, neues Schiff, jetzt Flight Ready. Wieder alles kaputt auch. Ja, am Boden, auf jeden Fall. Am Boden zerstört, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, darauf habe ich gewartet, darauf habe ich lange gewartet. Ich habe sie schon im Hangar dargestellt und jetzt freue ich mich, sie das erste Mal ausführen zu dürfen. Die Reliant von Musashi Industries. Ich sehe da jetzt relativ wenig Waffen. Ich sehe da jetzt nur zwei Size 1 BM-Laser. Ja, das ist richtig. Wir können ja nur, da können wir erstmal einen Blick drauf werfen, und zwar im Sonnenlicht. War ich vielleicht ein bisschen zu voreilig. Lass uns mal gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall mal ein Size 1 Bearing, auch wenn ich Port Modification aktuell kriege. Doch, da oben. Also irgendwie, dein Augmented Reality ist kaputt im Helm, würde ich schätzen. Die ist irgendwie hin. Auch. Aber es sind Size 1 Bearings. Sieht man doch, ein fachkündiger... Sieht das mal hier rüber gehen? Nicht am Tankrüssel hängen bleiben? Da, guck mal, da sehen wir uns. Ja, da war ich. Da kommt, komm. Teil 1. Hab ich schon gelesen. Hoch, höher, höher vielleicht? Ah, da. Ja, M3A. Bering, ganz klarer Fall. Geh mal oben auf den oberen Pinöckel. Was ist das da? Powerplant. Powerplant und Cooler. Kühlsystem. Kannst du da unten, sind die gimbelt oder? Nee, sind noch nicht mal gimbelt, ne? Was passt denn da ran? Nope. Size 2. Ja, doch, gut. Sind sie. Sie sind gimbelt. Ja. Also kriegen wir da auch Size 2 Waffen fest dran. Ja. Das ist ja schon mal was. Mhm. Lass uns doch mal auf die Flügelspitzen schauen. Da kannst du nämlich, glaube ich, diese Metallabdeckung abnehmen. Da war nämlich gerade. Abnehmen? Ja, ich glaube, das geht nämlich. Ja, da oben. Die Flügelspitze direkt. Da ist ein Punkt. Den da willst du haben. Turret Gun. Drück mal auf. Sekunde mal, ich muss. Weil die ist nämlich nicht dran jetzt. Die ist nämlich nur die Abdeckung drauf. Jetzt mach doch mal. Mach doch mal Mount Cap. Genau, das sind nämlich die beiden Caps von beiden Seiten. Mhm. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt bist du bei Gimbals. Wir haben ganz, ganz viel. Aber es sind alles erstmal Gimbals. Hast du hier Panther Repeater ganz ranbauen zum Beispiel? Hier? Oder hast du Freie gerade irgendwo? Mach doch, reiß doch einfach ab. Nimm reiß einfach ab, komm. Ja, reiß das ab. Kostet die Welt. Zack. Zack, wuff. Ah. Und das geht nämlich schon. Das Schöne finde ich, dass sie so achtsam waren, die auch zu verkapseln. Das stimmt. Und ich denke mal, das andere wird auch nochmal hier ein Ball Turret sein, oder? Ein kleiner später. Oder irgendwie ein anderes Equipment. Das Ding hier? Ja, ich weiß nicht genau. Nee, das sind die Manövriertriebwerke hier. Ach echt? Das hier. Die okay. Hier. Ja, aber dann geh jetzt nochmal auf die andere Seite. Jetzt bin ich zwar ungeduldig. jawohl. Machen wir da auch noch einen Panther ran. Ein Size 3 Bering Laser gibt es nicht, ne? Ja, aber hier ist kein... Doch, ja. Da war eben. Da. Ja. Schön im Glanz verschwunden. Okay. Also man sieht, tatsächlich lässt sich das Schiff ganz schön aufmotzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Reaktoren das mitmachen, aber... Das werden wir gleich wissen. So, ja, hier... Reiß ab von der Saber einfach. Hier, ja, komm. Den hier. Ja, ist wahrscheinlich der Leiche, der auf der anderen Seite hängt, oder? Jetzt? Guck nochmal. Ja. Ja. Zielsicher? Zielsicher. Wie auf einem anderen Schiff, das ist immer sicherer. Ja, okay. Aber ich finde es super, dass die Dinger verschaltet sind. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Nettes Feature, nett gemacht. So, jetzt hatte ich den ersten hier, das heißt, ich nehme jetzt den von der Saber. Das ist so. Sicher. So, im nächsten Kampf sitzt ja da, weißt du? Zack, ohne. Ja, genau, da beschwerst du dich dann. Ja, so sieht das Ganze schon ordentlich aus. Gut, wir haben also zwei Gimbaled Size 1 Waffen hier jetzt unten dran. Das sind Bering M3A Laser und zwei Size 3 Waffen und zwar Fixed und das sind dann die Bearings. Man könnte jetzt natürlich auch noch Badger Repeater zum Beispiel, das heißt zwei Fix unten anbauen. Machen wir jetzt aber nicht im Detail. Nee. Aber dann ist das Schiff tatsächlich gar nicht mehr so schwächelnd. Ja, das stimmt, das machen wir mal. Und jetzt steigen wir auch ein. Und bin ja so froh, ich habe... Batsch auf die Füße. Und genau. Ab in die Krankenstation. Mhm. So, also der kleine Laderaum hier von der Reliant, der gar nicht so klein sein soll von der Core, nach Stats, aber sehr vorläufig, Vorsicht, kann sich noch ändern, 30 SCU. Passen da rein? I don't know wie, aber soll so sein. Das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Die Luke schließen hinter dir. Ja, gut, das machen wir hier korrekt. Herr Navy-Mann. So. So. Und auch unser Server hat sich hier gerade im PTU stabilisiert. Wir haben jetzt hier sportliche 22 Frames. Oh, da steht jemand. Da stalkt uns jemand. Hier steht. Wir haben ja keinen Gesuchsstatus. Genau. Guck. Wollte nur kurz eine Bockwurst haben. Bin gleich wieder weg. Sehr schön. Das sieht aber hübsch aus, oder? Ja. Also, abgesehen von den Glow-Effekten, die noch ein bisschen oben drüber sind, gerade aktuell hat man aber hier auf jeden Fall erstmal einen schönen Blick.
Ist so. wie der Star Trek-Film, der vorletzte oder vorvorletzte, ja, wo auch diese genau. Lensflares und die Lichter so krass waren, dass man eigentlich gar nichts mehr gesehen hat von den Schiffen. Ja, genau. J.J. Abrams, vielen Dank dafür. Für den Look. Genau, also auf jeden Fall, der Blick ist ganz gut, aber man darf darauf noch nicht allzu viel geben, weil der Blick an sich hier jetzt sagt noch nichts aus, weil wir sind momentan noch im Landemodus. Und ich will das aber auch sehen im Außenbild, ne? Ja. So, wir sind also hier in dem horizontalen Flugmodus. Es sieht schon geil aus, das Baby, muss ich sagen. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und der Witz ist aber, wenn wir jetzt also abheben. Kippel. Ja, das sind die unterschiedlichen Thruster. So, wenn wir Sicherheitsabstand jetzt ein Stück abheben können, so, dann ist natürlich der Punkt so, jetzt bin ich im Landemodus. Das heißt, ich habe nur Precision Speed zur Verfügung. Was anderes gibt es gar nicht. Ne? Wenn ich dann so jetzt versuche, dann rauszugehen aus dem Landemodus, dann gucken wir mal, ob das klappt. Sollte gehen. Sollte eigentlich gehen. Ja, mal schauen. So. Nee, will er nicht. Wieso denn nicht? Hat doch schon mal funktioniert. Nein. Ja, da sieht man's. Genau. Genau, im entscheidenden Augenblick. Richtig, im entscheidenden Augenblick. Wir gucken noch mal, ob es jetzt... nee, ich kann's nicht switchen. Also. Ja. Ups. Oh mein Gott, die Fliehkräfte, Mann. Ich kann aber den... Jetzt! Immer... Der mag mich gerade nicht. Den so, jetzt erstmal einen Rundflug, ne? Ich würde jetzt auch sagen, also ich gehe jetzt einmal hier ins Cockpit und fliege mal zumindest ein kleines Stück hier raus. Denn der Witz ist, jetzt bin ich ja eigentlich erst in der richtigen Flugposition. Ne? Das bedeutet, jetzt kann ich mich hier umgucken und habe einen ganz anderen Blick. Ja, weil hier nämlich direkt am Ende ist das Cockpit zu Ende. Denn der Co-Pilot sitzt jetzt unter mir. Und da möchte ich nur mal ganz kurz betonen, an dieser Stelle, I told you so. Ich habe mich mit mehreren Leuten auf dem Channel in den Kommentaren darüber unterhalten, dass diese Sitze da sich tatsächlich drehen und das ganze Cockpit sich dreht. Und da kam immer wieder, nein, die drehen sich nicht, die bleiben so, wie sie sind. Wäre ja blöd. Kann nur sagen... Hinten her jetzt. Ja, ist auch so. Also, zur Abwechslung hatte ich hier mal recht und kann also sagen, jetzt, das ist also der Anblick, den jetzt die Reline es gibt. Es ist schön. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an diese Scalaris-Fische, wie die heißen. Ja, das stimmt, richtig. Und es gibt also, ich finde insgesamt ist irgendwie Cartual ähnlich schon, ne? Mhm. Aber deutlicher Einschlag von Musashi. Das ist einmal die Sonnenbrille mitbringen, bitte. Sollte ja sowieso jeder Pilot dabei haben. Und tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht bewaffnet, ne? So für Notfälle. So sieht es aus, ja. Also tatsächlich. Ja, schönes Feuerwerk. Der Witz ist natürlich, ne, dass man. Dass es jetzt wirklich von oben nach unten kommt. Das ist so ganz ungewohnt, das Feuer. Das heißt, eigentlich muss die Maschine immer so rollen, dass du halt, gerade bei der Saber wäre das jetzt ganz schlecht, weil die oben und unten flach ist. Ja. Dann musstest du die einrollen. Richtig. Also. Du musstest immer seitlich, immer 90 Grad verdreht super. Zum Gegner. Ja, das ist ziemlich cool. Muss man mal so sagen, ne? Nicht schlecht. Ja. Wie also, schnell ist sie denn jetzt mal hier? Genau, 210 macht sie im SCM. Okay. Genau. Und wenn wir jetzt von der SCM auf den Cruising Speed gehen, dann kommen wir, glaube ich, auf eine Geschwindigkeit von etwa 400 irgendwas. Nee, ein bisschen höher sogar. Es geht weiter, es geht 610, alles klar. Ist nicht so schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, wir sind ja auch bekannt für gute Triebwerke, ne? Das ist wohl wahr, ja. Also, Glare Galore. Bloah. So. Fett. Das sieht schön aus. Wunderschönes Schiff. Mhm. Gut zu bewaffnen. Raketen haben wir nicht, ne? Raketen haben wir nicht, nein. Müsste aber eigentlich auch einen Slot dafür geben, ne? Es sollte einen Slot geben, also es wird das auch möglich sein, mit Sicherheit. Und sie zieht natürlich sehr langsam rum im Cruising Speed. Das ist aber auch selbstverständlich. So, jetzt machen wir nochmal eine Manöverübung hier im Combat Speed, damit wir. Genau. Rollen scheint ihre Qualität. Rollen kann sie hervorragend. Also sie lässt sich auch. Also aktuell, wie gesagt, noch PTU. Ja, das ist noch nichts final hier, aber insgesamt beim ganzen Spiel noch nichts final. Aber sie lässt sich ganz weich steuern. Und ne? Strafe also, mal einmal kurz. Ja. Boah, das ist eher träge, ne? Ja. Straven ist so... Das ist eher nicht träge. Die Stärke des Schiffs. Wir können uns ja da mal in der Außenansicht angucken. Da siehst du nämlich oben die Manövrierdüsen, die ich dir, diese Kuppeln, ne? Diese kleinen... Ja, okay. Ne? Die stabilisieren diese großen Flügel. Genau. Ich mag das Schiff. Ich mag die auch. Ich würde nur nicht damit in Kampf ziehen. Ja, dafür ist es sicherlich nicht gedacht. Ich meine, dafür, es ist ein Tier 2 Einsteigerschiff, ne? Also das bedeutet, hier habt ihr die ersten Möglichkeiten schon ein bisschen Cargo zu transportieren, ein bisschen mehr als die Aurora transportieren kann auch. Und jemand Zweites mitzunehmen, ganz wichtig. Und es gibt die News-Version, den News-Van. Die Marco. Es gibt den Fighter, die heißt... Skirmisher. Skirmisher, genau. Dann gibt es noch die Zen, das ist die Forschungsvariante, die ich übrigens persönlich habe. Die ist, glaube ich, auch ganz spannend zu zweit. Genau, kleines Laboratorium. Hinten mit drin und dann eben die Core und die hat jetzt Cargo Space.
Wahrscheinlich ist die Zen tatsächlich somit das Praktischste, weil man sich überlegt, so, ich mochte schon 315p wegen der Unabhängigkeit, aber jetzt noch ein Labor dabei zu haben, das ist halt nicht schlecht, gerade zu zweit dann auch so kleinere Reisen zu machen. Finde ich auch, ja. Also das Einzige, was mir noch in der Übersicht aufgefallen ist, guck mal, da heißt jemand Astrophysiker, wie passend. Sehr passend zum Thema. Finde ich, also wie gesagt, hier das, die Displays sind hier oben, ne? Die sind nicht überlagert sich jetzt mit dem HUD auch noch, oder? Was ja, überlagert sich auch noch mit dem HUD. Es ist auch tatsächlich so, dass sie noch nicht sehr, sehr gut eingebracht finde. Mal gucken, wie sie sich jetzt noch einbringen, weil hier oben, die siehst du fast gar nicht, die Bildschirme. Ne? Das ist noch nicht. Zumindest hast du hier aber das Gefühl von Cockpit-Kontrollen. Und was man wirklich betonen muss an der Stelle ist, denkt daran, aktuell ist es nicht vorgesehen, dass wenn ihr in diesem Flugmodus seid, dass ihr aussteigen könnt. Das geht nicht. Das heißt, wenn man einen Comrade damit irgendwie im EVA betreuen will, muss man erst in den horizontalen Landemodus und dann aussteigen. Das habe ich letztes Mal falsch gemacht. Denn aber das logisch, geht das geht nicht. Ne? Was mir ein bisschen Sorgen bereitet bei dem Schiff ist, diese ultra großen Tragflächen, die man überhaupt nicht im Blickfeld hat. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es da viele Unfälle geben wird und dass die eine oder andere Tragfläche halt auch irgendwie mal abgesäbelt wird. So ist es ja. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, denn wenn ich mir das Ganze hier angucke, das ist schon ein ganzes Stück weiter oben, ne? Ja. Also gerade im Asteroidenfeld, jetzt wenn man da irgendwie looten will. Ja. Puh. Darum. Also man muss mit umgehen können, selbstverständlich. Ne? Was ich halt wirklich auch witzig finde, ist die ganze Architektur. Schon, ne? Es sieht schon toll aus. Es sieht schon super aus. Also es ist ein tolles Schiff geworden. Wenn man auf Toilette muss, dann muss man jedes Mal Muss man quasi den machen. Wir gehen jetzt mal auf Nullschub, wechseln, dann würde er ja automatisch mal in den Precision-Modus. Und jetzt gucken wir nochmal, ob sie jetzt vielleicht will. Vielleicht, Baby? Hm? Nee. Mach. Landemodus? Nee. Komm, wir probieren es jetzt nochmal. So, Landemodus? Nein. Sie möchte nicht. Die Dame möchte gerne... Ah, jetzt! Also, bin ich noch nicht hintergestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So wäre jetzt, und jetzt sieht man es auch innen ganz schön, ne? Jetzt ist die Tür wieder offen in der Mitte und so wäre es dann, ne? Also, und so auf diese Art und Weise. Ist natürlich in Notsituationen schwierig, ne? Ja! Gerade wenn das dann nicht funktioniert mit den Flügelchen. Ja, zumal sie keinen Schleudersitz hat. Das Ding. Also das heißt, das ist dann halt so. Und eine gute Information. Ja. Und kannst du aussteigen jetzt oder geht's nicht? Jetzt kann ich aufsteigen, ja. Das geht. Oh ja, okay. Gut. Also hier kann ich jetzt aussteigen. Und dann stellt man fest, man hat die Toilette vergessen. Ja, die fehlt auch. Waren nicht Betten auch mal angesagt? Ja, aber nur für die Zen-Variante, wenn ich richtig informiert bin. Wie gesagt, das Aussteigen funktioniert auch noch nicht. Oh Gott, das setze ich wieder hin. Im PDU. Hat eigentlich der Beifahrer, wollte ich sagen, der Co-Pilot hat keine Steuerelemente. Schade. Der hat keine Steuerelemente, leider nein. Und ich kann mich jetzt auch gerade... Doch, jetzt geht's wieder. So, also dann... Keine Experimente im PTU. Wir haben die Reliant gezeigt. Übrigens, was die Frage mit den Betten angeht, die Zen-Variante eben soll auch Betten mit drin haben. Für Explorer notwendig. So ist es, die andere nicht. Aber ja, also ansonsten, wie gesagt, sie wird bald zu euch nach draußen kommen. Dann wirklich Final Release mit im Spiel. Und so lange ist es jetzt noch der PTU-Patch. Wir töfteln noch... Wir tüfteln noch an der Landemechanik rum. Wie gesagt, das System ist auch ganz neu. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Jetzt hat Weezen nochmal die ganze Animation geschafft. Deshalb lohnt es sich immer bis zum Ende die Videos auch anzugucken. Genau. Also abonniert unseren Channel, wenn ihr mehr zu Star Citizen sehen wollt. Liked oder disliked die Episode, schreibt uns ein paar nette Kommentare. Und wenn ihr dann irgendwann mal uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz toll freuen. In diesem Sinne, wir cruisen jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Und Wiesen und Zeuer verabschieden sich mit einem See you on the flight deck! Das ist ein kritischer Moment bei der Abmoderation, weißt du? Man sieht dann so. Ja, stimmt. Also, ich finde das Teil geil.